bin hier weiterhin auf der Demexco in meiner Interviewreihe zum Thema Trends beim digitalen Dialog-Marketing zusammen mit Thomas Weyand von Marketo. Aber kurz die Frage, wer ist Thomas Weyand und was macht Marketo? Thomas Weyand ist seit 10 Jahren im digitalen Business unterwegs bei verschiedenen Anbietern, also beschäftige mich mit digitaler Transformation schon ein bisschen länger. Und was macht Marketo? Marketo ist einer der führenden Anbieter, Softwareanbieter weltweit, wenn es darum geht, Kunden dabei zu helfen, mit Endkunden relevante Dialoge zu führen und dafür eine Technologie zur Verfügung zu stellen, das über die verschiedenen Kanäle zu machen und die relevante Message rauszubringen. Also wir nennen das Conversation That Listen, also ein relevantes Gespräch mit einem Kunden zu führen, und das beinhaltet natürlich erstmal zuzuhören, weil nur dann bin ich relevant und dabei helfen wir unseren Kunden. Da geht es ja sehr stark um das Hype-Thema Marketing, Automation so ein bisschen. Natürlich Dialogketten zu definieren, die an bestimmten Kundenevents gekoppelt sind. Wie weit ist da der Kunde, also der Unternehmenskunde, heute schon im Verständnis, dass das wichtig ist und dass er darin investieren sollte? Ich glaube, im Verständnis, dass Automation wichtig ist, da sind die alle sehr, sehr weit, weil Automation heißt ja nichts anderes, wie ich muss mit weniger mehr machen. Ja, ich glaube, das ist für alle diese Kunden ein sehr, sehr relevantes Thema, und dass wir auch im Marketing mit weniger mehr machen müssen, immer wieder ist für die alle sehr, sehr präsent. Dass jetzt die Technologien da sind, um das skaliert zu tun, das mag etwas neuer sein, aber das Grundthema der Automation, dass ich relevanter, effektiver sein muss im Marketing, ist, glaube ich, nichts Neues. Und ja, die Kunden nehmen das immer mehr auf, also auch der klassische deutsche Mittelstand, den wir alle immer in der Technologie oft zitieren. Wir sagen, ja, die sind vielleicht nicht immer die Earliest Adopter, sondern eher die, die es nachher dann erst im zweiten, dritten Schritt sich anschauen. Die sind jetzt da und haben das Thema voll angenommen, und darüber haben wir sehr, sehr viele Gespräche mit Kunden, wie da Kundenansprache dann stattfinden kann. Stellen Sie jetzt verschiedenste Herausforderungen, weil das ja auch ein leicht anderer Ansatz ist als die klassische Dialogkommunikation, wo ich klassischerweise meine 3-4 Zielgruppen definiere, dann 3-4 klare Kampagnen-Messages definiere und das dann rausschicke. Jetzt zerlege ich die Kommunikation viel stärker. Das bedeutet, ich muss erstmal Daten integrieren, ich muss diese Events erfassen, reagieren können, und ich muss aber auch ganz andere Messages bereitstellen. Sind das die zentralen Herausforderungen, und wie gehen die Unternehmen damit heute schon um? Da kommen genau diese beiden Sachen zusammen. Wir haben eben darüber geredet, dass es um eine relevante Ansprache des Kunden geht. Und jetzt haben Sie genau die Herausforderung beschrieben. Wenn ich Kunden relevant ansprechen möchte, früher habe ich vielleicht nur 3-4 Personas, Zielgruppen, wie auch immer Sie es nennen wollen, gehabt. Heute habe ich dadurch, weil ich will relevanter sein, natürlich viel mehr, was ich rauskomme. Dafür brauche ich viel mehr Messages. Jetzt brauche ich Automation, um die Prozesse so zu vereinfachen für meine Mitarbeiter, dass sie mit demselben Zeitaufwand mehr machen können. Weil sie müssen halt mehr relevanten Content, mehr relevante Ansprache rüberbringen, und ich muss ihnen die Zeit geben, und das mache ich durch Automation. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Panasonic nutzt uns weltweit und macht damit uns super viel in Europa und hat nach der Einführung von Marketo in Europa oder im Jahr danach die Anzahl der Kampagnen mit denselben Ressourcen, und zwar sowohl monetär als auch menschlich, versiebenfacht. Das heißt, die konnten durch diesen Einsatz von Automationstechniken, von Möglichkeiten, Kampagnen zu klonen, wieder zu verwenden, anzupassen, konnten sie eine relevantere Ansprache beim Kunden erzielen, und zwar im Faktor 7. Einfach weil Automation gegriffen hat und dann die menschliche Komponente dafür da war, die Ansprache relevanter zu machen. Aber braucht es bei der Gestaltung dieser Kommunikationsketten nicht neue, andere Fähigkeiten auf Seite der Kommunikatoren? Weil klassischerweise habe ich einen umfassenden Kampagnentext geschrieben, und damit war ich fertig. Jetzt habe ich ja verschiedene Bausteine, die ich nur bereitstellen muss. Absolut, das ist auch eine Entwicklung auf der menschlichen Seite, auf der Seite der Marketiers, dass sich das Anforderungsprofil verändert. Wobei ich mir gar nicht mal so sicher bin, ob nicht auch schon viele der Leute, die das bisher machen, das eigentlich können. Nur wenn sie damit beschäftigt sind, Excel-Listen zu kopieren und zu copy und zu pasten, wenn sie damit beschäftigt sind, Import und Export von irgendwelchen Listen und dann manuell durchzugehen, ob irgendwas ist, und dieselbe Kampagne wieder neu aufzusetzen, weil ich sie eben nicht, dann kommt es gar nicht raus. Das heißt, ja, Sie haben natürlich recht, der Job verändert sich.
Und es gilt zu warten, ob die Leute, die das momentan machen, auch alle können. Natürlich sind es neue Anforderungen und manche werden es machen und werden es genießen, weil es einfach inhaltlich der deutlich interessantere Job auch ist. Andere werden es vielleicht nicht können, weil die Copy und Paste gut fanden, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Wie lange dauert es, bis dieser automatisierte Marketingansatz, der dann sich an Kundenevents orientiert, mehrheitlich in den Unternehmen sich etabliert hat? Das ist ein bisschen Glaskugel, ne? Wenn ich das wüsste, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Job. Aber nächstes Jahr frage ich wieder. Wie gesagt, man sieht's immer mehr und man sieht anhand der Projekte, dass das kommt ja nicht, weil wir das alle wollen. Ja, weil wir jetzt sagen, oh je, jetzt ist aber die Zeit von Marketing-Automation. Es kommt daher, dass ich das Anforderungsprofil der Kunden an Kommunikation und an Interaktion mit Unternehmen geändert hat. Und klar sind die üblichen Silicon Valley-Verdächtigen wie Amazon, Uber, Facebook, die haben einfach die Art und Weise verändert, wie jeder einzelne von uns interagiert, miteinander und mit Unternehmen und unsere Erwartungshaltung verändert. Und dadurch kommt jetzt diese Welle auf uns zu, dass wir als Marketeers, es ist dem Kunden nicht mehr genug, einfach irgendwann da anzukommen und von dem Vertriebler irgendwas erzählt zu bekommen. Ich nutze immer dieses klassische Autobeispiel. Früher wusste ich irgendwann, ich brauche ein Auto. Das war entweder dann der Sportwagen oder der Family Van oder wie auch immer. Und dann bin ich zu einer Marke gegangen, die es geschafft hat, Vertrauen in mir zu erzeugen, VW. Jetzt ging ich hin, habe dem gesagt, was ich haben will. Und dann hatte der Verkäufer noch 4 Autos zur Auswahl, die er mir verkaufen konnte. Und der wusste darüber alles und ich wusste gar nichts. Heute gehe ich dahin und die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu dem Zeitpunkt, weil ich habe mich vorher so viel informiert, dass ich genau die Motorenversion weiß, die Innenausstattung und so weiter, dass ich, wenn ich dahin komme, über das Auto viel mehr weiß, als der überhaupt wissen kann, weil er ein viel breiteres Portfolio hat. Und da muss man einfach, weil meine Erwartungshaltung eine andere ist, da muss man eingreifen und muss dem Verkäufer helfen. Ich muss dem Verkäufer viel mehr Informationen darüber geben, was hat der Kunde im Vorhinein gemacht, womit hat er sich beschäftigt, was sind die Informationen, die er sich gezogen hat, was sind die Themen, damit er dann relevanter im Gespräch mit mir werden kann. Und das ist der Grund, warum sich es verändert. Nicht, weil wir Marketing-Automation pushen wollen. Und das schwappt vom B2C, wo es als erstes natürlich hochkam, auch jetzt rüber im B2B, weil wir alle, Sie und ich, sind weder B2B noch B2C noch wie auch immer, wir sind Menschen. Und wir haben Kommunikationsanforderungen, und zwar mit Menschen. Ich rede nicht mit einem Unternehmen, ich rede mit einem Vertriebler bei einer gewissen Firma. Und dem muss ich gerecht werden, und das kommt im B2B auch immer mehr an. Das heißt, der ganze Prozess verändert sich. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.